Ich glaube ganz fest an eine schwindelerregende, ja beinahe teuflische Kluft zwischen dem sprechenden Subjekt einerseits und dem schreibenden Subjekt andererseits. Oft schreibe ich im Grunde, um geliebt zu werden, manchmal sogar von dem einen oder anderen. Und gleichzeitig weiß ich sehr wohl, dass das nie geschieht, dass man nie wirklich für sein Schreiben geliebt wird. Jedes seiner Bücher war ein Ereignis. Als bedeutende Persönlichkeit der intellektuellen Szene der 60er und 70er Jahre wird Roland Barthes bis heute in der ganzen Welt gelesen und übersetzt. Seine Texte lassen uns verstehen, was unser sprachlicher Ausdruck an Unerforschtem enthält. Das heißt, wir selbst. Das, was uns ausmacht. Roland Barthes war alles zusammen. Soziologe, Linguist, leidenschaftlicher Entzifferer von Zeichen. Meine Stellung ist nicht ganz einfach zu bestimmen. Ich bin kein Philosoph, kein Denker. Ich bin auch nicht wirklich das, was man vor 50 Jahren unter einem Schriftsteller verstanden hat. Ich bewege mich vom Gedanken zum Satz und umgekehrt. L'Élysée Montmartre, qui sacrifia à la danse, au théâtre, au patin à roulette et à la mode, est devenu le temple du vrai catch. À une époque, je suis allé très souvent au catch, surtout dans une petite salle assez populaire qui est l'Élysée Montmartre. Oui. Et j'ai toujours été très frappé par le fait que ce spectacle dit sportif, n'est-ce pas, en réalité recoupait assez ce qu'on connaît par exemple de la Commedia dell'arte. N'est-ce pas, c'est une sorte de scénario sur lequel les catcheurs improvisent des épisodes. Mais tous ces épisodes ont un sens essentiellement moral, c'est-à-dire qu'il s'agit de mimer et d'improviser les images ancestrales, en quelque sorte, du combat avec la figure de la justice, du triomphe, de la défaite, du supplice, et c'est surtout ça. Alors essentiellement du paiement. On entend très souvent le public crier « fais-le payer », n'est-ce pas ? Oui. Il s'agit de faire payer le salaud. Die Mythen des Alltags machen den Namen Roland Barthes bekannt. Sie erscheinen zuerst als Artikel in den Zeitschriften Esprit und Les Lettres Nouvelles, später gesammelt als Buch. Il se présente, si vous voulez, comme une collection de matériaux, d'analyse de mythes de la vie quotidienne moderne à nous français, le tout couronné par une sorte d'essai plus théorique sur ce que peut être alors un peu plus abstraitement la notion de mythe aujourd'hui. Enfin, j'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives, oui. Rappelant donc par là même ce qu'était le mythe autrefois, oui. Et en quoi, malgré tout, ces représentations collectives sont bien de notre temps, sont produites par notre société et par notre histoire. C'est cela. Par exemple, si vous voulez, on va prendre quelques-uns des chapitres de votre livre, il y en a beaucoup. Im Grunde ist das Schreiben etwas sehr Autarkes. Wie oft in meinem Leben habe ich bemerkt, dass eine gewisse Ebene meines Ichs, meines Subjekts, Liebesqualen von äußerster Heftigkeit und Aufregung unterworfen war. Und wenn ich mir dann später ansehe, wann das war, stelle ich voller Erstaunen fest, dass ich während jener Zeit unerschütterlich, Monat für Monat, die Mythen des Alltags geschrieben habe. Im Frankreich der 50er Jahre entfaltet die Dechiffrierung der Zeichen anhand der Mythen des Alltags eine außerordentliche Wirkung. Dieses Unternehmen der Verfremdung und ideologischen Kritik hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Der Diskurs, der unsere Objekte in Mythen verwandelt, ist noch immer der gleiche. Nur die Objekte sind heute andere. La nouvelle Citroën, en tout cas quand elle est apparue, la DS19,
a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique, luisant, sans jointure, avec beaucoup de vitres, une sorte d'objet tombé du ciel. Je crois en effet que maintenant, une automobile, surtout une automobile nationale, n'est-ce pas, appartenant à une marque nationale, est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme, d'ouvriers, d'ingénieurs, et en même temps rencontre une très grande consommation collective, exactement comme les grands édifices religieux du Moyen-Âge. J'ai essayé un peu d'analyser ce que j'ai appelé l'iconographie de l'abbé Pierre, c'est-à-dire l'ensemble des photographies qu'on a publiées sur lui, oui. Où effectivement on voit, d'une façon d'ailleurs mystérieuse, un peu inexplicable, fonctionner tout un ensemble de signes du franciscanisme, n'est-ce pas, la coupe de cheveux, la barbe, la canne, la canadienne, ce qui se donne pour une vocation spirituelle intense, a tout de même spontanément retrouvé les images d'une légende. Ce n'est pas un livre extrêmement facile à lire, mais c'est un livre très séduisant à lire et il a une vertu merveilleuse. En le lisant, vous allez avoir à la fois l'impression que vous lisez des pages sur des choses que vous connaissez très bien, mieux quelquefois que l'auteur, penserez-vous, mais en même temps, vous allez découvrir que vous êtes merveilleusement intelligent au fur et à mesure que vous avancerez dans sa lecture, et c'est un compliment à Roland Barthes, bien entendu. Fühlt man sich selbst als liebendes Subjekt, das danach strebt, in Freundschaft, in Zärtlichkeit aufzugehen, dann erscheint demgegenüber das Schreiben als eine schrecklich trockene, gewaltsame und unerträgliche Tätigkeit, die sich ständig am Rande der Arroganz, der dogmatischen Behauptung bewegt. Monsieur Roland Barthes, deux deuxièmes. Et vos études? Je vous tape. Il est certain que je suis infidèle. Je l'ai été souvent en matière d'idées. J'ai varié, j'ai changé. Je dirais que toute ma petite activité s'articule sur une obsession et une infidélité. L'obsession a été celle du langage, de la signification, obsession qui est présente dans mon tout premier texte et dans les derniers, et qui est toujours présente. Mais cette obsession s'est en quelque sorte énoncée à travers des infidélités successives à des systèmes différents, à des mots d'ordre différents, à des idéologies différentes. Sein Sprechen erscheint gemächlich. Seine Wechsel von einem intellektuellen System zu einem anderen vollziehen sich rasch. Aber in jeder seiner Schaffensperioden, in jedem seiner Bücher findet sich der Hass auf Stereotypen, auf falsche Offensichtlichkeiten wieder. Das Verlangen nach Verständnis weist den Weg zu ihm, nicht um zu lernen, sondern um zu begreifen, um die aktiven Kräfte der Gegenwart zu erfassen und leichter, freier zu werden. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais adolescent et je déchiffre, j'adore déchiffrer de la musique. Tous les matins à 11h, c'est une grande joie pour moi, je prends une tasse de café, je me fais mon café, le café de l'intellectuel, et je fume un cigare. Wenn ich den wesentlichen Zug meines Charakters definieren sollte, käme ich sehr in Verlegenheit. Ich sehe ihn wohl eher in einem hohen Anspruch, übersetze aber Anspruch sofort mit Angst vor Feingefühl. Das heißt, in der Angst vor einer Verletzung und in dem tiefen Bedürfnis nach Erfüllung. Personnellement, je crois que les règles horaires sont plutôt un facteur de plaisir qu'un facteur de contrainte. Alors effectivement, j'ai une chambre qui est petite, mais chaque lieu de cette chambre a une fonction bien définie, et c'est ça qui m'aide à vivre. Effectivement, j'ai le coin où je peins, le coin où j'écris, le coin où je fais du piano et le coin où je dors. Et le reste de la vie, plus matérielle, la nourriture, etc., se fait dans l'appartement qui est en dessous. Während meiner Kindheit und Jugend hatte ich keinen Freundeskreis, denn ich war allein an meine Mutter gebunden. Meine Mutter war mein Zuhause.
und ich hatte kein soziales Umfeld. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Ich wurde also von meiner Mutter großgezogen unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. J'ai passé ma première enfance en province. Je suis venu ici avec ma mère. J'avais 10 ans. Nous avons toujours habité dans ce qui est maintenant un quartier à la mode, qui est Saint-Germain-des-Prés, mais qui à ce moment-là était un quartier très provincial d'antiquaires, de libraires, d'artisans. Et alors je suis venu à mon arrivée, j'ai été en classe au lycée Montaigne, dans la classe de 8e, où j'étais très malheureux, naturellement, étant un petit provincial qui arrive. J'avais très peur des autres, des camarades. J'ai eu un certain mal à m'adapter. Enfin, c'est venu. Ensuite, je suis allé à la Sorbonne où j'ai fait une licence de lettres classiques, du latin, du grec, du français, de la philologie. Es stimmt. Ich denke zuerst in moralischen Kategorien, in Kategorien der Solidarität. Ich komme aus einem intellektuellen Umfeld, in dem die Verantwortung noch vor dem eigentlichen politischen Engagement stand. J'ai été extrêmement sensibilisé au problème fasciste. Pour moi, le combat politique se situe très exactement là, aussi bien parce que quand j'étais adolescent, j'ai connu ces menaces de ligue fasciste. Avant le Front populaire, il y avait des menaces réelles. Je crois que c'est une chose dont il faut tenir compte pour les gens de ma génération. Wenn Sie mich fragen, wie ich den Krieg erlebt habe, würde ich sagen, im Bett. Warum? Weil ich krank war. Ich bekam diese Krankheit, die Lungentuberkulose, zu einem Zeitpunkt, als sie die damit infizierte Person mit einem schwerwiegenden Tabu belegte, dem Tabu der Ansteckung. Ich verbrachte viele Jahre in Heilanstalten, wo ich zwei wichtige Erfahrungen machte. Zum einen die Erfahrung der Freundschaft. Man lebt jahrelang mit Gleichaltrigen zusammen, oft mit zwei oder drei anderen im selben Zimmer. Und die zweite Erfahrung war natürlich das Lesen. Was sonst konnte man tun? Man las. Au sanatorium des étudiants, il y avait une revue qui s'appelait Existence au pluriel, qui a eu de l'importance pour moi parce que j'y ai écrit mes tout premiers textes et notamment j'y ai écrit un premier texte sur qui était une sorte de compte-rendu de l'étranger de Camus. Où, au fond, c'est là que se trouve la première idée, la première hypothèse, la première proposition de cette notion de degré zéro de l'écriture, enfin d'écriture blanche, d'écriture zéro, dont je devais me servir plus tard. Im Grunde lebe ich zutiefst und intensiv in der Gegenwart. Ich lebe nur in der Gegenwart. Wenn ich mir selbst überlassen bin, denke ich gewissermaßen nie an meine Vergangenheit. Écoutez, pour savoir ce que c'était que le degré zéro de l'écriture pour moi, il y a donc maintenant un peu plus de 20 ans, eh bien, il faut se rappeler que précisément à cette époque-là, c'est-à-dire au lendemain de la libération, les deux grandes assises du travail intellectuel étaient communément le sartrisme d'une part, le marxisme d'autre part, c'est-à-dire, disons, en gros, deux philosophies de ce qu'on appelait alors l'engagement. Or, à la fois le sartrisme et le marxisme, qui pensaient si profondément l'engagement politique, l'engagement idéologique, et disons en gros l'engagement des idées ou des conduites, ne s'étaient jamais préoccupés de ce qu'on pourrait appeler l'engagement des formes, la responsabilité des formes, la responsabilité du langage. Er liebt das Teilen, das Trennen. In seinen Arbeiten, wenn er die Bestandteile eines Textes, eines Bildes, einer Werbung oder einer Fotografie isoliert. In seinem Privatleben, wenn er die Freundschaften abgrenzt und im Stundenrhythmus von Café zu Café seine Treffen über den späten Nachmittag verteilt. An Paris mag ich letztendlich, dass es nicht einfach einen krassen Gegensatz zur Provinz darstellt. Gerade das fasziniert mich an Paris. Aber das heißt auch, dass ich, wie viele Pariser, hier wie in der Provinz lebe.
Ich verlasse kaum mein Viertel, das ich in- und auswendig kenne. Ich habe meine Routinen, ganz im etymologischen Sinn des Wortes, meine kleinen Routen, die mich immer wieder an dieselben Orte führen. Bart, cette première. Man soll spontan reden. Nun habe ich aber riesige Probleme mit dem Spontanen. Nicht nur, weil ich gern alles unter Kontrolle habe, nicht nur deshalb, sondern weil ich im Grunde glaube, dass das Spontane immer nur Banalitäten an die Oberfläche bringt. Vous publiez en 1964 les éléments de sociologie. Sémiologie. De sémiologie. Oui, éléments de sémiologie. Oui, oui, c'est ça, oui. J'ai dit autre chose. Sociologie, j'ai entendu. Ah, je m'excuse. Non, mais ça me c'est sémiologie, oui, oui, d'accord. Et avec les éléments de sémiologie, vous publiez en 1964 un programme de travail. Soziologie oder Semiologie? Man will ihn immer wieder auf seine vorige Schaffensperiode zurückführen, besonders auf die Soziologie, die Mythen des Alltags. Er ist seinen Kommentatoren immer einen Schritt, ein Buch voraus. Anfang der 60er Jahre ist er tatsächlich schon Semiologe und Strukturalist. Je crois que ce que j'ai toujours voulu et ce que je cherche toujours encore maintenant, c'est à décrire un certain imaginaire collectif de la modernité, d'arriver au fond à faire ce que les encyclopédistes du XVIIIe siècle ont fait pour le savoir en leur temps, c'est-à-dire l'enfermer en quelque sorte dans 10 à 12 volumes, eh bien je dirais que seul ou avec d'autres, peu importe, mais j'ai envie que soit construite actuellement cette sorte d'encyclopédie, non plus du savoir, car ce serait beaucoup trop difficile, mais des symboles humains, de l'imagination de la société dans laquelle nous vivons. Je crois que tout m'intéresse, mais évidemment, en toute chose, pas tout non plus, c'est-à-dire toujours d'un certain point de vue, qui est celui précisément de la signification, du sens. Par exemple, une montre. Mais une montre m'intéresse beaucoup, bien entendu. Ce qui m'intéresse, par exemple, dans une montre, c'est la façon dont le cadran est dessiné, le style des chiffres, si la montre affiche un certain style de simplicité, au contraire un style de surcharge technique, voyez-vous, ces choses-là renvoient, comme je le disais, je le pense, à une sorte d'imagination collective. Un objet, si vous voulez, et c'est toujours quelque chose de responsable. C'est plus qu'un objet, c'est responsable de ce que les hommes mettent en lui. Er mag die Systeme und die Theorie. Sein Denken entwickelt sich in Gegensätzen, in Vergleichen, im Spielraum zwischen zwei Begriffen. Der Zeichenbegriff nach dem Linguisten Ferdinand de Saussure entfernt ihn vom Marxismus und bringt ihm dem näher, was ihm keine Ruhe lässt, der Sprache. En 57, comme en témoigne le texte final des Mythologies, j'ai découvert ce que j'ai tout de suite appelé, et ce qui s'est appelé ensuite de façon beaucoup plus collective, la sémiologie, c'est-à-dire la science des signes. Je l'ai découverte en lisant Saussure, ce qui est très classique, bien entendu, Saussure que j'ai lu tard, n'est-ce pas, en 1956 à peu près. Et à ce moment-là, donc, à partir de Saussure, j'ai découvert, avec une sorte, je dirais, d'émerveillement, le mot n'est pas trop fort, les possibilités, en quelque sorte enchantées, d'un travail sémiologique appliqué à des objets extrêmement différents. Autrement dit, j'ai vécu dans l'ivresse d'avoir devant moi un énorme programme de travail avec une méthode nouvelle. Ce que cherchent dans des domaines très différents des gens comme Lévi-Strauss en ethnologie ou Lacan en psychanalyse, eh bien, j'essaye aussi, plus modestement, de le chercher en ce qui concerne un certain nombre d'autres langages comme, par exemple, précisément, la littérature. C'est-à-dire comment ça marche le français, comment ça marche l'allemand, etc. Exactement, comment ça fonctionne, si vous voulez. Et le structuraliste, c'est un homme qui s'intéresse au fonctionnement
de ces sortes d'objets un peu compliqués que sont, par exemple, des systèmes de signification. Er beteiligt sich an der Dynamik einer Gruppe und gelegentlich an ihrem kämpferischen Geist. Neben dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss, den Philosophen Michel Foucault und Jacques Derrida und dem Psychoanalytiker Jacques Lacan zählt er zu den bekanntesten Strukturalisten. Ihr Credo: Jedes Bedeutungssystem funktioniert wie eine Sprache. Je crois que c'est là qu'on pourrait trouver l'unité des structuralistes. Nous pensons tous, et notre, c'est la, le départ, la base de notre travail, le langage existe. Et c'est de cela que nous voulons nous occuper. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. La plupart du temps, nous parlons sans savoir que le langage existe. Nous parlons sans savoir que nous parlons. Nous parlons en sachant simplement que nous véhiculons des pensées et des affects. Mais nous parlons sans savoir quoi que ce soit sur notre propre parole. Et peut-être est-il nécessaire qu'il en soit ainsi pour pouvoir parler. Mais disons qu'il est dévolu par l'histoire à un certain groupe de chercheurs de réfléchir sur le langage. Bis jetzt glaubte man immer, man habe es einerseits mit dem Menschen und andererseits mit der Sprache zu tun. Aber was sich jetzt als etwas Neues abzeichnet, zumindest in den Postulaten der Forschung, ist, dass das Subjekt in der Sprache gewissermaßen aufgelöst ist. Das heißt, soweit man auch zurückgeht, man findet immer Sprache vor. Seinen Zeitgenossen erscheint er als modern. In seiner Studie über Racine stützt er sich auf die Psychoanalyse, um einen Klassiker des 18. Jahrhunderts zu dechiffrieren. Raymond Picard, Professor an der Sorbonne und Racine-Spezialist, ist empört. Sein Verhältnis zur Universität ist gespalten. Er besitzt nicht die Titel, die ihm erlauben würden, dort zu lehren. Er ist Vordenker und Außenseiter zugleich. Natürlich muss man unterscheiden zwischen der Arbeit, die von schulischen Zwecken bestimmt ist, vom Gymnasium bis zur Universität, eine zutiefst anödende Arbeit, und der Arbeit, zu der man später selber Zugang findet, wenn man schaffend tätig ist, wie man früher sagte. Seine Antwort auf Raymond Picard ist ein glänzender Essay, Kritik und Wahrheit. Il fallait à ce moment-là empêcher que l'image d'une imposture critique, puisque c'était le titre du pamphlet de Picard, n'est-ce pas, que cette image d'une imposture critique, de la nouvelle critique, se solidifie et devienne comme une sorte de monnaie de circulation dans les milieux intellectuels et étudiants. Alors il fallait en quelque sorte stopper cette espèce de fixation de l'image et la dissoudre au moment où elle risquait de se solidifier. Et je crois que cela a été fait. Ich lebe immer in der Angst vor dem, was ich schreibe. Es gelingt mir nie, richtig einzuschätzen, was ich schreibe. Entweder finde ich es äußerst banal oder ich finde es extrem provozierend. Wenn ich es als provozierend empfinde, löst es in mir ein Gefühl der Angst aus. Ich fühle mich schutzlos. Kritik und Wahrheit wird von Philippe Solers in der Buchreihe Tel Quel herausgegeben. Tel Quel ist auch der Name einer jungen Zeitschrift der literarischen Avantgarde. Meine Beziehung zu Tel Quel ist, was man früher einen Weggefährten nannte. Wenn es Tel Quel heute nicht mehr gäbe, würde mir in den Kreisen der französischen und Pariser Intellektuellen wohl die Luft ausgehen. La position qu'on prend par rapport à l'avant-garde est toujours une position tactique, c'est une position de combat. Je crois que notre histoire même, en ce moment en tout cas, nous appelle à aller sans cesse de novation en novation. Par conséquent, pour moi, le nouveau a une sorte de valeur cathartique, enfin de valeur de purification en soi. Nous sommes une société mobile, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous devons aller chaque fois plus loin, plus avant et ailleurs. Sie arbeiten so sorgfältig an Worten, Sätzen und Gedanken, dass Sie ganz sicher einen schlechten Politiker abgeben würden.
Ja, ich glaube, ich wäre ein sehr schlechter Politiker. Nicht, dass mich das nicht interessieren würde, aber ich habe tatsächlich eine starke Abneigung gegen den politischen Diskurs. Roland Barthes, sehen Sie sich als einen Humanisten oder als einen Intellektuellen? Sie selbst misstrauen ja dem Wort intellektuell. Ich misstraue ihm nicht. Wenn man die Intellektuellen angreift, dann fühle ich mich völlig solidarisch mit ihnen. Und ich finde, dass die scharfe Kritik, die man an ihnen übt, jeder Realität entbehrt und gar nicht im Einzelnen untersucht, welche im Übrigen oft sehr schwierige Rolle der Intellektuelle in der Gesellschaft spielen könnte. Ob ich ein Intellektueller bin, sicherlich. Und obendrein einer, der versucht, mit und in seiner Sprache zu arbeiten. Der Analytiker der Sprache der Mode wird bald selbst zu einer modischen Referenz. In den Medien zirkulieren Ausdrücke von Roland Barthes wie Metasprache und Gegensatzpaare wie signifikant, signifiziertes oder Schriftsteller, Schreibender. Das heißt nichts anderes, als dass ein Schriftsteller seine Arbeit darin sieht, Gedanken durch Metaphern auszudrücken. Ein großer Teil der Sozialwissenschaftler schreibt weiterhin, ohne sich die Verwendung einer Metapher zu gestatten. Der Schriftsteller versteht sich als Künstler, während der Schreibende sich im Allgemeinen als Gelehrter oder als Ideologe versteht. 11 deuxième. Comment donc situer système de la mode relativement à la science et à l'idéologie? Vous savez que le concept de science actuellement est l'objet d'un travail de remaniement théorique. Auf Fragen zur Wissenschaft laviert er geschickt. Zur Ideologie äußert er sich gar nicht. Seine ablehnende Haltung gegenüber der Sorbonne betrifft nicht nur eine bestimmte Art, über Literatur zu schreiben, sondern auch sie zu lehren. Er stellt eine Auffassung von Literaturgeschichte in Frage, die Werke in Jahrhunderte und Genres einteilt und sie mit Hilfe psychologischer Stereotypen zu erklären sucht. Die Studentenbewegung im Mai 68 lässt die Krise explodieren und bricht mit Hierarchien und Tabus. 1969 in einem extra fürs Fernsehen veranstalteten Workshop über Racine diskutiert er mit Studenten. Il y a une petite chance pour que Racine soit encore vivant en dehors des exercices d'école ou des grandes performances. Ah, oui. Il est vivant pourquoi? Parce que ça nous ressemble, ce dont il parle, ou bien au contraire parce que c'est très loin de nous. Je considère qu'il y a deux sortes de publics qui vont voir Racine. Enfin, là, je simplifie, c'est évident. Mais enfin, en gros. Schätzt er es, als ein Führer der Proteste anerkannt zu sein? J'ai une vue, disons, non pas pessimiste, parce qu'en réalité, ça m'est assez indifférent. Mais enfin, je dois dire que je crois qu'en effet, le théâtre de Racine. Eigentlich ist mir das eher egal. Eigentlich ist er schon woanders, in seinem Japan. Ce qui me passionne au Japon, c'est que c'est une civilisation qui élabore des signes, des significations, des symboles perpétuellement, mais qui ne les cache pas. C'est en cela que j'opposerai la civilisation orientale à la civilisation occidentale. C'est que chez nous, certes, nous nous nourrissons toute la journée de signes et de symboles, mais nous faisons toujours comme si nous les prenions pour des éléments naturels, pas comme si ce n'était pas des signes. Alors ce que j'aime évidemment dans cette civilisation qui nous est très lointaine, c'est que les signes sont assumés, si je puis dire, comme signes, en tant que signes. J'ai eu un plaisir complet, intense, dense et subtil en même temps, non seulement à voyager là-bas, mais à écrire ce texte. En écrivant le Japon, je réalisais la vocation de l'écriture qui était l'accomplissement d'un désir. Das Reich der Zeichen, sein erstes glückliches und nicht mehr kritisches Buch. Das Reich der Zeichen oder die Kehrseite der Mythen des Alltags, was er im Abendland verabscheut. Die westliche Nahrung, aufgehäuft, gewürdigt, aufgebläht bis ins Majestätische, in Verbindung mit irgendwelchen Prestigegeschäften, hat immer die Tendenz zum Massigen, zum Großen, zum Reichlichen, zum Üppigen. Die östliche Nahrung folgt der entgegengesetzten Richtung. Sie entfaltet sich zum winzig Kleinen,
Die Bestimmung der Gurke liegt nicht in ihrer Anhäufung oder ihrem Anwachsen, sondern in ihrem Zerteilen, in ihrem feinen Verstreuen, wie es in diesem Haiku gesagt wird. Zerschnittene Gurke, ihr Saft fließt, er zeichnet Spinnenbeine. Das Haiku deutet hin, dann verstummt es. Seit jeher schreibt er in Fragmenten. Die Haikus, diese japanischen Gedichte von äußerster Kürze, zeigen ihm dieses Paradox, das ihn nicht in Ruhe lässt. Sie schaffen es, das Anhalten der Sprache zu sagen, was er später in seinen Vorlesungen am Collège de France das Neutrum nennt. Der Wunsch nach dem Neutrum ist zunächst Wunsch nach Aufhebung. Wunsch nach Aufhebung der Befehle, der Gesetze, der Drohungen, der Anmaßungen, des Terrors, der Mahnungen, der Forderungen, des Zugreifenwollens, der Gesellschaft mir gegenüber. In den Jahren nach dem Mai 68 verschafft er innerhalb der Gemeinschaft der französischen Intellektuellen einer anderen Stimme Gehör. Allergisch gegen militante Parolen geht er auf Distanz. Auch weigert er sich, seine Homosexualität zu thematisieren, jedoch ohne jemals reaktionäre Positionen einzunehmen. Personnellement, je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros, de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Parce qu'en général, à gauche, le texte ou la littérature est toujours présenté sous ses aspects de valeur de combat, enfin de valeur de lutte, de combat, d'engagement. Et j'ai voulu montrer qu'à mon sens, il n'y avait pas contradiction entre l'engagement social, l'engagement politique ou idéologique du texte d'une part, et d'autre part, son énergie, son pouvoir de plaisir, ce que j'appelle son pouvoir érotique. Die Lust am Text kümmert sich nicht um Ideologie. Doch diese Frechheit kommt nicht aus einem freiheitlichen Denken, sondern aus einer Perversion. Der Text und seine Lektüre sind gespalten. Überfordert und zerbrochen wird dabei die moralische Einheit, die die Gesellschaft von jedem menschlichen Produkt verlangt. Wir lesen einen vergnüglichen Text, so wie eine Fliege in einem Zimmer umherschwirrt, in einem abrupten, nur scheinbar zielstrebigen, geschäftigen, unnützen Zickzack. Die Ideologie huscht über den Text und seine Lektüre wie das Erröten über ein Gesicht. In der Liebe empfinden manche diese Röte als ein erotisches Vergnügen. Die Lust am Text verändert seine Stellung innerhalb der intellektuellen Landschaft. Mit diesem kurzen, frechen Buch überwindet er den Puritanismus seiner protestantischen Erziehung. Er verteidigt das Recht auf Widersprüchlichkeit. Er liest und kommentiert sowohl die klassischen erbaulichen Texte als auch die verstörenden Texte der Avantgarde. Das erscheint widersprüchlich. Aber so ist es. Jeder Text unterliegt mehreren Logiken zugleich. Sogar dem Nullpunkt der Logik. Ich lehre jetzt seit einigen Jahren an der École des Hautes Études, einer Forschungslehranstalt, in der Seminare stattfinden, also mit Studentengruppen, die dorthin kommen, weil sie mich ausgewählt haben. Ich denke, ihnen allen ist etwas gemeinsam, nämlich das Interesse am Schreiben und die Ahnung, dass Schreiben ein Vergnügen sein kann. Ich selber habe eine Technik, die sehr vom Handwerk geprägt ist, von einer sehr bewussten und ritualisierten handwerklichen Arbeitsweise. Das beginnt mit kleinen Zetteln, auf denen ich etwas notiere, das ich gelesen habe und das mich interessiert. Ein Gedanke, ein Satz. All das häuft sich an. Ich ordne es und dann redigiere ich. Und sobald der Text steht, korrigiere ich unheimlich viel. Mein ganzes Leben lang bin ich dorthin gefahren. Ich kenne die Strecke Paris-Bayonne wirklich in- und auswendig. Und in diesem Landhaus verfüge ich über genau dieselbe Arbeitsstruktur wie in meinem Zimmer in Paris. Ich habe alles doppelt.
Das ist der einzige Punkt, in dem ich wirklich zugestehen könnte, dass ich ein guter Strukturalist bin. Ich habe in meinem Pariser Zimmer dieselbe Struktur wie auf dem Land. Ich hänge an dem Südwesten Frankreichs auf eine sehr körperliche Weise. Das Licht ist dort oft sehr schön, ein sehr, sehr elegantes Licht, das etwas Herrschaftliches hat. Und ich mag die Düfte. Mit Über mich selbst schreibt er zum ersten Mal nicht mehr über das Werk eines anderen, sondern über seine eigenen Bücher, seinen Werdegang, sein Schreiben. Ich liebe Salat, Zimt, Käse, Paprikaschoten, Marzipan, den Geruch von frisch gemähtem Heu, Rosen, Pfingstrosen, Lavendel, Champagner, gemäßigte Positionen in der Politik, Glenn Gould, eiskaltes Bier, flache Kopfkissen, geröstetes Brot, Havanna-Zigarren, Händel, gemäßigte Spaziergänge, Birnen, weiße Pfirsiche oder Weinbergpfirsiche, Kirschen, Farben, Armbanduhren, Füllfederhalter, Schreibfedern, Süßspeisen, Rohsalz, realistische Romane, das Klavier, Kaffee, Pollock, Twombly, die gesamte Musik der Romantik. Il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est le mot n'est pas juste, mais disons la manie, pour parler grossièrement, oui. Que vous avez. De vous demander toujours ce que signifie ce que vous faites. Bien, parce que précisément, tout le travail de ma vie s'est édifié sur cette manie, finalement. Si je n'avais pas eu la manie de la signification, je n'aurais pas fait ce qu'on appelle communément de la critique littéraire, ou de la critique d'idées, ou de la critique des mythes sociaux. C'est la même chose, n'est-ce pas? S'interroger sur le fait d'aller cueillir un fruit au jardin, ou s'interroger sur un mythe social, ça participe de la même pulsion, de la même envie de savoir qu'est-ce que ça signifie. Dans les écrivains de toujours, il y a une partie biographique, une partie donc iconographique aussi, il y a des images racontant la vie du monsieur. Bon. Alors vous avez choisi un certain nombre de photos. La première n'a pas de légende. La première, c'est la photo de... c'est ma mère, bien sûr. Autrefois, sur une plage des Landes, la plage de Biscarrosse, je ne peux pas vous dire vers quelle époque, vers 1930-32 peut-être, n'est-ce pas? Et bon, je n'ai pas mis de légende parce que, si vous voulez, pour moi, c'est la photo symbolique du livre. La mère, peu importe que ce soit ma mère finalement déjà, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans le symbolique. La mère me paraissait devoir avoir la place inaugurale et en quelque sorte presque anonyme, comme transcendant en quelque sorte tout le livre. Vous savez que dans le livre, il y a, comme d'ailleurs dans tout ce que j'avais écrit avant, il y a un thème fréquent qui est la suspicion extrêmement, parfois même violente peut-être, portée à la notion de naturel, à ce que les gens estiment comme être naturel. N'est-ce pas ? Il y a un procès général dans le livre, ouais, du naturel. Bien, justement, si j'ai donné une photographie de ma mère ou de la mère sur cette très belle plage déserte des Landes, c'est parce qu'au fond, c'est, si vous voulez, dans cette espèce de procès général du naturel que je fais, c'est la seule nature que je reconnaisse, en quelque sorte. Ich hatte große Sorge, dass mein Schreiben über mich selbst als ein Akt der Selbstgefälligkeit gesehen würde. Und dann fand ich, dass wir heute generell den Menschen auf eine Weise zu verstehen suchen, die viel komplexer und subtiler ist als früher. Zum Beispiel sagt uns die Psychoanalyse, dass, wenn wir von uns zu reden glauben oder wenn ich von mir zu reden glaube, ich in Wahrheit an ein völlig unbekanntes Ich gelange, das ich nicht wirklich kenne, wenn ich von ihm rede. Mon livre est une mise en scène de l'imaginaire, c'est-à-dire de cette espèce de langage infini, dans lequel le sujet humain est obligé de se mettre sans que jamais il y ait un cran d'arrêt, enfin une butée fixe qui puisse assurer que là où il parle, là c'est la vérité.
Et ce que j'ai écrit là, c'est une fiction d'un genre un peu particulier, puisque c'est tout de même une fiction qui n'est pas romanesque, c'est une fiction intellectuelle, mais c'est un peu, disons, un théâtre de langage, à supposer que le langage ne soit pas toujours un théâtre, finalement. Ich liebe nicht weiße Schoßhündchen, Frauen in Hosen, Geranien, Erdbeeren, das Cembalo, Miro, Tautologien, Zeichentrickfilme, Arthur Rubinstein, Villen, Nachmittage, Satie, Vivaldi, Telefonieren, Kinderchöre, die Konzerte von Chopin, die Tänze der Renaissance, die Orgel, Marc-Antoine Charpentier, seine Trompeten und seine Pauken, das politisch-sexuelle, Szenen, Initiativen, Treue, Spontaneität, Gesellschaftsabende mit Leuten, die ich nicht kenne und so weiter. Ich liebe nicht, das hat für niemanden eine Bedeutung. Es hat scheinbar keinen Sinn. Und doch besagt all das, mein Körper ist nicht so wie ihrer. Ich sollte mich sicherlich nach den Gründen fragen, die das Collège de France dazu bewogen haben, ein, sagen wir, ungewisses Subjekt aufzunehmen, in welchem jedes Attribut unverzüglich von seinem Gegenteil angefochten wird. Auf Empfehlung von Michel Foucault erhält er am Collège de France den Lehrstuhl für Semiologie. Am 7. Januar 1977 hält er seine Antrittsvorlesung. Seine Mutter ist anwesend. Wir werden hier über Macht reden, indirekt, aber beharrlich. Die moderne Einfältigkeit redet von Macht, als wäre es eine einzige. Auf der einen Seite die, die sie innehaben, auf der anderen Seite die, die sie nicht haben. Wir haben lange geglaubt, dass die Macht ein spezifisch politisches Objekt sei. Heute glauben wir, dass es auch ein ideologisches Objekt ist, das sich überall da einschleicht, wo man es nicht sofort wahrnimmt, in die Institutionen, in das Unterrichtswesen. Aber wir glauben weiterhin an eine Macht. Was aber, wenn die Macht zahlreich wäre, wie die Dämonen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Realität selbst ein Machtsystem darstellt. Wenn ich so durch die Straßen gehe, wenn ich eine gewisse Normalität sehe, die sich ausdrückt in der Art, wie die Leute sich versammeln, geschäftig sind, reden und so weiter, dann erscheint mir mit einem Mal die Realität als ein Machtsystem, das sich dem Aufleben des Subjekts entgegenstellt, das ich bin. Man kann offen gesagt sehr unglücklich in einem Café sein. Wenn man auf jemanden wartet, den man liebt und der nicht kommt, wird das Café fast zu einer Einöde und Hölle. L'attente. Mit der Veröffentlichung der Fragmente einer Sprache der Liebe scheint die Trennung zwischen dem intellektuellen Milieu und dem breiten Publikum aufgehoben. Das Buch ist ein Erfolg. Der an jenem Abend auf die Fragen von Bernard Pivot antwortet, ist tatsächlich der Schriftsteller, der in seiner und durch seine Sprache existiert. Je crois que je t'aime veut toujours dire aime-moi. Et je dirais, je ferai le jeu de mots, je dirais que aime-moi veut dire aime-moi. Aime-moi, aime-moi. Qu'est-ce que tu fais de moi? Aime-moi, aime-moi aussi, j'existe. Vous parlez aussi, Roland Barthes, de ceux qui ne veulent pas dire je t'aime. Oui, bien sûr, c'est justement. Je crois que ça se porte beaucoup aujourd'hui. Vous savez, moi, je fais de ce mot un mot magique. Donc, c'est la forme, la substance même du mot qui est importante. Dans l'époque actuelle, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, ce qui fait que si on a affaire à un sujet amoureux qui a une certaine teinture de culture intellectuelle, eh bien, ce sujet-là, s'il lui advient de tomber amoureux, va se trouver extrêmement... Le seul fait d'imposer un code narratif au sentiment amoureux, c'est une façon de récupérer, de réintégrer ce sentiment qui, en fait, est un sentiment... Seine Mutter, mit der er immer zusammengelebt hat, stirbt am 25. Oktober 1977. Er stürzt ab in das Reich der Einsamkeit und das Land der Trauer. Er gibt weiterhin seine Vorlesungen am Collège de France.
Dort bewahrt er die Intimität vor einer zahlreichen, größtenteils anonymen Hörerschaft und kommt unermüdlich zurück auf sein wortreich kommentiertes Verlangen nach dem Augenblick, in dem die Sprache sich aufhebt in der nüchternen Feststellung: So ist es. Die eigentliche Ursache, weshalb man unter der Sprache leidet, ist letzten Endes wahrscheinlich die Ideologie. Weil es der Sprache nicht gelingt, nicht ideologisch zu sein, verursacht sie Leiden. Immer wieder erwähnt er einen geplanten Roman, Vita Nova, Neues Leben. Dann veröffentlicht er Die helle Kammer, Bemerkung zur Fotografie. Die Faszination der Fotografie ist für mich immer die Faszination des Das ist gewesen. Am Foto fasziniert mich etwas, bei dem der Tod mitredet. La mort est le seul événement. Tout le reste est discours, au fond. Tout le reste est langage. Le réel ne peut jamais se saisir, se posséder. C'est toujours un langage qui renvoie à un autre langage, indéfiniment. L'amour lui-même, mais la mort, c'est l'événement qui sort du langage. Die helle Kammer weiht endgültig das eröffnende, abschließende, absolute Thema, die Mutter. Sie findet sich erneut auf einer Fotografie von ihr als Kind. Wenige Tage nach dem Erscheinen der hellen Kammer gewährt Roland Barthes ein letztes Interview. Avant de trouver cette photographie dont je parle et d'ailleurs que je ne montre pas, que je ne peux pas montrer, bon, j'en avais parcouru, c'était un soir où je feuilletais comme ça, où j'égrenais des photographies qui étaient dans un carton que j'avais retrouvé. Alors je parcourais des photos d'elle à travers toute sa vie, tous ses âges, et au fond, je ne la retrouvais pas vraiment, n'est-ce pas? Et donc c'était assez douloureux, c'est-à-dire c'était d'assez bonnes photographies, mais ça donnait son identité civile, c'est-à-dire ce par quoi on ne l'aurait jamais confondu avec une autre femme. Mais mon amour ne la retrouvait pas, en quelque sorte. Et puis tout d'un coup, effectivement, je suis tombé sur cette photo où elle n'était qu'une petite fille, donc une photo très ancienne et assez pâlie. Et tout d'un coup, par une sorte de miracle qui m'a vraiment, submergé d'émotions difficiles à dire, j'ai retrouvé vraiment son air, c'est-à-dire, je dirais, la vérité, non pas la vérité de ses traits morphologiques, mais la vérité de son expression, son air moral, enfin, tout ce que j'aimais en elle, je l'ai retrouvé alors que ce n'était qu'une photographie de petite fille. Et c'est à partir de là que j'ai pu réfléchir un petit peu sur cette violence de la photographie, une violence qui se définit par le fait que justement la photographie, en fait, n'assouvit jamais la demande du souvenir. L'écrivain et philosophe Roland Barthes est mort ce matin à Paris à l'hôpital de la Salpêtrière. Renversé par une voiture il y a exactement un mois, Roland Barthes a succombé à ses blessures à l'âge de 64 ans. Ich messe dem Akt des Schreibens eine gewaltige Kraft zu. Aber wie immer kann dieser Akt unterschiedliche Masken tragen. Es gibt Momente, in denen man schreibt, weil man an einem Kampf teilnehmen will. Das war der Fall am Anfang meiner Schriftstellerlaufbahn. Und dann zeichnet sich nach und nach schließlich die Wahrheit ab. Eine nacktere Wahrheit sozusagen. Man schreibt, weil man das im Grunde liebt und weil es Vergnügen bereitet. Letzten Endes schreibt man also aus einer Freude heraus, was nicht heißt, dass man in diesem Akt der Freude nicht einfach anderen begegnet.